Die Zukunft unter uns. Das heißt, der Boden ist nicht mehr nur zum Drauflaufen da, sondern auch zum Schlafen, zum Mitnehmen oder als Energiequelle. 6 Kreativteams von Ulm bis Kanada haben Ideen für die Zukunft entwickelt. Frau Großfuß, Ihr Projekt trägt den Namen Change. Was soll es bedeuten? Das weist eigentlich hin auf die Möglichkeit, dass der Boden der Zukunft wandelbar ist, dass die Konsistenzen des Bodens austauschbar sind oder wahlweise veränderbar sind, so wie sonst die Temperatur mit Fußbodenheizung, Klimaanlage, dass man einfach die Härte, die Weiche, die Federung so anpassen kann, wie es mein Gusto gerade möchte oder meiner Gesundheit zuträglich ist. Multifunktional soll auf jeden Fall sein und außerdem sich gut anfühlen. 2 weitere wichtige Wünsche an den Boden der Zukunft. Und das liegt ganz im Sinne des Auftraggebers. Eigentlich haben wir die Vorstellung, dass in einigen Jahren, sei es 10 Jahre, 20 Jahre, der Boden als Fertigkomponente fungiert. Und von unten ist das Decke, von oben Boden und alle Funktionen sind enthalten, die einen individuellen Boden ermöglichen, die den Boden steuern, den Raum steuern können, die Wärme zuführen, Wärme abführen im Falle, dass es gekühlt werden soll. All diese Funktionen kann ein Boden eigentlich erfüllen. Ein Beispiel, Breakable, der Boden, auf dem Schritte ein Muster freilegen und der Mensch so seine Spuren hinterlässt. Überhaupt die Spuren, die Milliarden Menschen auf der Erde hinterlassen. Eine Herausforderung, eine Hypothek für die Zukunft. Die Ausstellung Die Zukunft unter uns ist noch bis zum 10. September täglich im Stadthaus Ulm zu sehen und zu begehen.